Da sind wir wieder. Hallo und moin moin zu einer weiteren Folge City Skylines hier auf Ingame. Und ja, wie ihr seht, hier ist Ingame Tropolis. Derzeit 19.893 Einwohner. Im Spiel haben wir den 21.12.2022. Also sind wir in einigen Jahren sehr stark gewachsen. Und wie ihr seht, ein paar Probleme pochen auf. Abwasser zeigt ein bisschen Schwierigkeiten, weil da auch kein Strom ist. Überhaupt das Wasser ist ein bisschen knapp geworden. Aber das können wir jetzt regeln. Los geht's. So, Zeit läuft hier erstmal. Abwasser hat keinen Strom, das ist nicht gut. Erstmal Strom vernetzen. Da ist Strom. Und dann brauchen wir ganz, ganz dringend Frischwasser. Hatte ich das gestern nicht schon alles gemacht? Ich hätte ja nochmal gespeichert gehabt extra. Na, jetzt habe ich daneben. So. Es dauert dann kurz, bis die hin. Zack. Wasser ist verfügbar. Noch ein bisschen Abwasser. So. Abwasser ist gemacht. Ja, geringer Bodenrichtwert. Das ist mir relativ egal. So. Na, kurz. Stuhl anders einstellen. So, wir haben hier Müllprobleme. Müllberge, Müllberge, Müllberge. Wo haben wir denn unsere netten Mülldeponien? Die müsste entleert werden. Die darf wieder füllen. Die darf wieder füllen. Die ist zu 100% voll. Am besten. Na, da haben wir gerade kein Geld für. Sonst hätte ich gesagt. Noch eine Müllverbrennungsanlage. So, ich habe auch ein paar Mods runtergeladen. Schon. Gerade in den Bereichen, wo es darum geht, Kreisverkehre, also oder Autobahnkreise zu bauen. Den hier finde ich auch sehr, sehr schön. Da gibt es unten und oben eine getrennte Linie, die ich dann aber, glaube ich, irgendwann mal auch verbinden werde. Weil das dann schon Sinn macht. Und der hier ist auch ganz nett. Also ein paar Sachen habe ich gedownloadet. Hier hatten wir auch noch was. Was haben wir hier? Kurz Einkaufszentrum. Das Sky Hotel ist einfach ein simples Hotel. Sieht halt einfach schöner aus, wenn man das mal baut. Dann Parkplätze, die leider nicht befahrbar sind, aber ja, auch ganz nett aussehen. Inzwischen habe ich auch die Vorbesteller-Sachen bekommen: Basketballplatz, eine Hüpfburg, ein Karussellpark und ein Hundepark. Habe ich sonst noch? Ne, ich glaube, ich habe jetzt nur so straßenmäßige Sachen erstmal, um später die Autobahn besser leiten zu können, eingebaut. So, da mal Brände. Feuerwehr gibt's, aber hier hinten gibt es keine Krankenstation. Das ist nicht gut. Warte mal. Da würde ich was wegreißen. Also wir haben inzwischen ein sehr, sehr starkes Verlangen wieder nach Industrie und Commercial. Das heißt, ich baue hier jetzt noch den Bereich ein bisschen aus. Ja, das ist die. Was ich da hin mache? Ich weiß schon, was ich da hin machen kann.
Haben wir es denn? Genau, Expo Center, Wirtschaftszentrum und so weiter. Kann ich dann hier hinten hinbauen? Das finde ich ganz nett. Hinten kann man noch ein bisschen Industriezentrum bauen. Einfach mal alles mit Büros verkloppen. Denn Industrie wird gebraucht. Ja, mache ich Geschäfte rein. Hier ist noch umgebautes Grund, umgebauter Grund. Machen wir auch mit einer Einbahnstraße, um einfach ein bisschen den Verkehr da wegzuhalten. Besser gesagt, dass der besser fließen kann. Ne, da muss. So, dann kann hier noch mal ein bisschen Industry, also Bürogebäude. So. Und so. Können die Leute wieder gemütlich einkaufen? Nur einziehen tun sie wohl nicht so gerne derzeit. So hier, Far View Heights. Ist nicht so geiler Name. Na, noch ändern. Jetzt setzen wir mal hier alles unter Wasser. Erledigt. Auch hier haben wir Müllprobleme, was ich gern beseitigen würde. Kann ich am besten auch beseitigen, wenn ich die Müllwagen auch durch die Autobahn fahren lassen. Oh Gott, ist da ein Stau. Da sind die Müllwagen auch. Die 2 Milliarden.
Das nenne ich einen Stau, ja. Wenn man morgens nach München reinfährt. Also alle nur die Mittelspur benutzen. Warte, dann müssen wir eine Einbahnstraße draus machen, weil sonst. Steht da irgendwas? Nö, so an sich nicht. So. Kann noch ein paar Shops reinmachen. Aber jetzt dürfte, genau, jetzt. Jetzt können die rein theoretisch zwei Spuren verwenden. Rein theoretisch. Darüber muss noch eine zweite Wasser machen kann. Ist, was man hingeht und sagt. So kann man da ein bisschen den Stau rausziehen. Wenn hier die Leute, die von dort kommen, da ist auch darüber fahren. Und klar, da wohnen Leute. Das ändern wir aber, indem wir hier eine Autobahn draus machen. Wieso ist das eigentlich auch? Die Straße macht keinen Sinn. Da muss einmal komplett abgerissen werden.